einfach unbeschreiblich, so ein Herzschlagfinale. Wir sind die beste Mannschaft aus Deutschland, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Einfach nur gut, einfach ein geiles Gefühl. In je 2x15 Minuten hat es sich heute entschieden. Wer ist die beste deutsche Schulmannschaft? Das Niveau überzeugte die Zuschauer sowie den ehemaligen Nationalspieler Christian Blecki Schwarzer. Es macht einfach Spaß, den Kindern hier zuzugucken, wie die unsere Sportart leben. Nach 318 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft beendete er 2009 seine Karriere. Nun kümmert er sich um den Handball-Nachwuchs. Viele von ihnen machen hier ihren ersten Schritt bei Jugend trainiert für Olympia. Ja, da sind schon Jungs dabei, die bei uns eben auch im Blickfeld sind. Das heißt, unser Sichtungssystem beim Deutschen Handballbund ist da schon sehr gut. 6 spannende Finalspiele und 6 glückliche Sieger. Das heißt aber auch, dass das Frühlingsfinale wieder vorbei ist. Es ist auf jeden Fall schade. Es hat immer wieder Spaß gemacht, jedes Jahr hierher zu fahren, ein bisschen was von Berlin zu sehen, aber natürlich am meisten hier auf der Platte zu stehen. Eins bleibt aber noch. Die große Abschlussfeier heute Abend in der Max-Schmeling-Halle mit allen Sportlern aus allen Disziplinen.